Schau mal, hier vorne hocken ja schon die Frauen von Kaffee Kreisel. Die sind das Wädenspiel. Ja, die armen Wädenspieler. Die haben eben kein gescheites Kaffee mehr, das fahren können. Darum können sie bergauf Kaffee trinken. Hören Sie, Frau Nötzli, ich höre diesen Frauen ein bisschen zu. Das ist immer sehr interessant, was sie zu erzählen haben. Ja, das ist eine gute Idee. Nicht noch in meine Glückspost. Hoi, Lina, hoi! Hey! Ja, sorry. Bist du auch noch da? Was kann ich trinken? Ja. Bist du jetzt doch noch da? Ich mach meinen Sinn. Nein, du hast Fach, ich versorge dich doch. Ja, aber der Schweinchenkreis nicht. Ja, und wer auch? Ja, der Lipsy, gell? Das ist dann ein Augenreiter. Und im Bus, gell? Da träumst ja du noch davon. Aber mein Mann, der massiert mich jeden Morgen mit Bier und Bierenhonig. Müssen wir mal schauen. Nicht wie der Grüssel hier am Unispital mit Lavendelöl. Das ist ja furchtbar, was der gemacht hat. Ja, sicher. Ja, guten Morgen, ihr Damen. Was der auch bei mir? Ja, guten Morgen. Also ich nehme ja gerne ein Bier mit Bierenhonig. Wer weiß, vielleicht nützt das auch von Ihnen. Den Das ist jetzt schon noch schade.
Jetzt können wir die schöne Aussicht von dieser Überführung geniessen. Oh, und ich habe noch extra einen Bergsteigerkurs beim SAC Alpenclub besucht, um die Steine auf- und Abstieg von dieser Passerelle besser zu bewältigen. Ich war dann für den Schuss, oder was? Ja, ja. Aber die Sackzeit, da hast du wenigstens kein Fitnesscenter gebraucht. Wann kannst du müssen bei der SAB oben durch? Die haben sicher eine gewaltige Für ein Fitnesszentrum. Ja, es war aber sehr gut organisiert mit dem Shuttlebus nach Wattisen. Das muss ich schon sagen. Und hätten wir einen Hallen? Sicher schon. Von Einsiedeln, bei der Brücke, sind da Legi, alle können mit dem Shuttlebus fahren. Ja, aber an einem Morgen, wo ich arbeiten wollte, bin ich auch wieder auf Samstag am Bahnhof. Ich habe wieder bei der Bushaltestelle gewartet und gewartet und gewartet. Sicher fast eine Stunde. Dann hat sie mich aber vertext und dann bin ich am Bahnschalter gefragt. Dann hätte ich den Ersatzbus gekriegt. Dann hätte ich mir gesagt, dass das der Zug wieder fährt. Ich habe aber den Messer angeschrieben an der Station, dass er wieder auf den Zug kommt. Ja, du heim mal. Ja, also das? Ja, ich habe das Weg gesucht. Hast du den Aufstieg gefunden über die Passerelle rein? Ja, 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 wie ich das gefunden habe. Leckten ist sechsmal steil drauf, sechsmal steil drauf, geschlaufen, fast keine Luft drauf. Stegeri auf, Stegeri ab, wir sagen es. Noch jetzt. Stegeri auf, Stegeri ab, Stegeri auf, Stegeri ab. Ja, und dann hast du die Leute lösen. Auf dem Perron war das weit und breit und kein Kasten. Siehst du, ich habe ja sechs Rochen und dann kann ich ja wählen, wo entwerfen. Aber der Automat, ja, den hast du nicht können benutzen. Der ist wieder auch nicht durchgestanden. Vor dem Billettschalter, ja, was habe ich echt wieder gemacht? Ich habe dann sofort jemanden gebraucht. Und das
bin zum Geiger rüber. Dort haben sie mir gesagt, von dort sind wir schon alle weg. Wir können es aber an der Teamsitzung für den Größten hinten antreffen. Ja, und was hast du gemacht? Ja, ich bin so von die Säule drinnen zum Röstenführer gefahren. Dort angekommen, ist alles rot. Wieso rot? Ja, alles von der Röstenführer. Nein, nein, alles rot, die Geigerauto dort. Ich habe nicht einmal mehr Passplatz gehabt. Dann habe ich noch müssen von außen raus, bis irgendwann allein wo ist. Das habe ich dir aber ganz gehackt und gesagt, so, Mikko. Hast du gut gemacht? Thank you.